Okay, Freunde, es geht weiter. Nächstes Video. Hier haben wir ein schönes Fixset von Fox Noise. Das Fedin kommt hier in dieser schönen Kydex und diesen beiden, wie auch immer, die zu funktionieren scheinen dann. Okay, die Dinger muss man nach hinten schieben. Dann kann man diese Schlaufen nach hinten machen. Ich denke, das ist optimiert dafür, um das irgendwo durch Molle oder sowas zu schlaufen. Aber ihr könnt die Dinger natürlich auch abschrauben und euch einfach einen Tech-Look hinmachen. Die sind auf jeden Fall mit dabei. Das Messer kommt so wie hier vorgestellt. Keine weiteren Verpackungen dabei. Ah ja, okay. Ja, ich denke, das sind irgendwelche Molle-Anschlüsse. So, zum Messer. Ja, cool. Coole Handlage. Schön schwarz-matt mit ein paar Tile-Serations. Geht ganz klar, sage ich mal so, in militärischen Einsatzbereich. Weil da geht halt nichts über Serations, um mal irgendwas extrem zähes aufzuschneiden. Die Dinger beißen sich halt einfach durch alles. Hier haben wir den guten Böhler N96CO. Gut gehärtet macht er eine gute Figur. Das Ding geht in voller Materialstärke bis hier hinten durch. Schön flach gehalten. Denke ich mal, was ist das hier? Ein G10. Schön in schwarz. Das ist Mark Mikata. Sieht aus, als hätte es ein Gewebe drin. Ah, ich würde sagen G10. Ja. Sehr cool. Coole Handlage, vor allem die Daumenauflage hier ist cool. Hier dann auch nochmal, ne? wenn du das Messer andersrum hältst. Also hier auch wieder für den Daumen. Massiv ausgeführt. Massive Spitze, vorne noch eine kleine Swatch. Schwarz-matt, hier haben wir wahrscheinlich das Logo vom Designer. Cool, fällt mir gerade auf, die haben ja nicht mal ein Fox-Logo drauf gemacht. Krass, sieht man sonst selten. Robust massiv, würde ich mal sagen, das geht so, ja, wenn du auf der Suche nach einem Einsatzmesser bist, dann bist du hier wahrscheinlich richtig. Hier hinten kannst du noch ein Lanyard durchmachen. Das schaut hier drüber raus, das ist noch ein bisschen ein Schlagstück, ein Schlagende, aber gleich nicht was mit den Griffschalen passiert. Glatte Schneide, ein paar Serrations, beißen sich durch alles. Jo, würde ich mal sagen, Einsatzmesser. Wechselt für 130 Euro den Besitzer, wer Interesse hat. E-Mail, dann geht dieses Fox an den entsprechenden Käufer raus. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.